Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 2. Es ist soweit, wir können unsere letzten Teile bauen. Erst einmal hier das obligatorische Zusammenstecken des Kügelchens. Fertig ist die Kiste. Einmal rundherum gucken. Sieht gut aus. Keine Blöcke vergessen hier. Ich denke nicht. Wir spawnen so viel Viecher, das ist der Wahnsinn, ehrlich. Wo ist denn mein Schwert? Bang. So, hier ist alles dicht, wo es sein soll. Ja, wunderbar. Der Core ist fertig. Jetzt fehlt noch der Rest. Oh, ein Schickenkopf. Süß. Okay. Und zwar brauchen wir einmal normales Glas noch für die Pylonendinger. Zurückverwandeln hier. Zack. Partikelgeneratoren. 4 Stück brauchen wir dafür. Dann brauchen wir wieder die Kore. 2, 3, 4. So. 4 Stück davon und 2 Energiepylonen. Diese Dinger hier. Und zwar auch 2 Stück. Das ist kein Problem. Dann halt, stopp. Nein, das da. Mir fehlt ein Teil, muss hier hin. Hey. Keine Ahnung. Wir kriegen zum Glück kontinuierlich Nachschub, denn der große Vorteil an der Reinforced Watering Can ist, dass man sie jetzt in Maschinen reinstecken kann. Deswegen steckt sie jetzt hier in diesem Autonomous Activator. Man sieht keine Partikel, aber es läuft, weil die Dinger rattern hier durch wie kein. Ne? Und so. Ja. Und das ist super. So, letzte Teile. Energiepylon. 4 Generatordinger. Das und mein Informationstablett-Dings. Okay, also. Energy Core habe ich drin verbaut. Partikelgenerator 4 Stück haben wir. Energiepylone 4 Stück haben wir ebenfalls. So, meine Freunde. Also. Muss das Ding 3 entfernt sein? Ich weiß es gar nicht. Und die kommen einfach nebenan. Mit Glas drunter, ne? Ja. Ich glaube, so war das. Hoch. So, hier. Auf diese Höhe, ja. Einmal das Glas raus. Zack. Das Ding hinein. Zack. Ich hoffe, das ist okay von der Entfernung her. Ich weiß es nicht, ob es so nah dran darf oder weiter weg muss. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Hier noch zubauen. So, wenn ich jetzt mal hier rausfliege und da, also lese das Ding mal durch. So, also. Okay, kommen auf den Energy Block im Center. Surrounded by bla bla bla. Das ist innerhalb 10 Blöcke, das Core ist okay. Der Core sind surrounded by some blocks and Corium. Will simply shift right-click one of the particle generators with an empty hand. Okay, Leute, der große Moment ist gekommen. Wir werden jetzt dieses Ding aktivieren. Shift, rechtsklick. Badaboom, da ist die fette Kugel. Oh mein Gott. 3 Trillionen Millionen. Wow. Scharf, Entschuldigung, aber du darfst da nicht sein. Danke. Das ist der Wahnsinn. Geiles Teil. Geiles Teil. Kuschelig. Geiles Teil. Also. Och, ne, diese Kackschafe, ne? Gehen wir echt jetzt schon auf den Sack. Ist doch gar nicht. Das ist episch, das Ding. So, die Dinger sind dafür da, um das Ding anzuzapfen, bzw. einzuspeisen. Aber erstmal brauchen wir noch ein bisschen Glas. Erstmal kurz, um das Ding überhaupt zu schützen. Wo ist meine Dinge? Da hab ich den. Zack.
kommst weg. So, dann... wie macht es am cleversten? Ich denke einfach mal... ausleuchten, nicht vergessen. So, will ich wirklich direkt? Ich denke, oh. Ich weiß nicht, wie ich es machen will. Ha! Was ist eigentlich unsere Singularität? Die habe ich ja gar nicht mehr im Auge gehabt. Gott. So. Die ist fast voll. Nicht mehr viel. Dann ist hier auch Ende. Das gefällt mir. Ja. Läuft. Das Ding ist einfach nur episch, ne? Krass Teil. Wo ist mein Glas? Hin. Hast du mein Glas kaputt gemacht? Ach ne, das Ding hat das hier mit abgebaut. Ah, wie blöd. Okay. I see, I see. So. So. Ach, guck mal, sind ja kleine Kugelchen drin. Ist ja witzig. Schön. Sehr schön. Ja, gut. Wie baue ich jetzt am besten die... Oh Gott. Ja, das klappt nicht so gut. Hopp. Kugel zu bauen. Ich glaube, ich gehe einen einfachen Weg und mache das Ganze so. Oh Gott, du weg. Erstmal so. Dass überhaupt irgendwas drüber ist. Nein. So. Einkreisen. So, na komm. So, so. Ein Schweinchen. Jetzt hört er auf, ihr Kacktiere. Kann doch nicht euer Ernst sein, verdammte Scheiße nochmal. Mein Gott, ist aber gut hier. Das ist mein cooles Ding, einfach in Ruhe. So. Jetzt kommen die Ecken raus. Das Ding hat Silk Touch, deswegen geht das Glas nicht kaputt. So, 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 so. Okay, ich setze die Tiere jetzt nicht ab, aber naja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. So. Zweite Reihe. Hinfort. Da spawnt wenigstens nichts. Ist auch schon mal ganz gut. So, 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 di-da-di-da, wir bauen eine Kuppel für unseren coolen Energiespeicherungsapparat, wenn man so nennen kann. Okay, wollen wir das Ding mal anzapfen? Wir zapfen das Ding jetzt mal an, also, falsches Ding. Nehmen wir den. So, und zwar, war das, kann da ein Block zwischen sein? Ich weiß es gar nicht. So, halt, stopp. Das ist natürlich falsch. Okay. Moment, 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 Moment. Wehe, den geht's kaputt. Bin aber fuchsig hier. So, Glas, Glas, kommt dahin. Da. Glas, Glas und dann. Blüpp, blüpp. Ist das korrekt? Nein, es ist nicht korrekt. Oder Glas obendrauf? Glas obendrauf. Ah, ja, ja, ja. Okay, Glas obendrauf. I see, I see. So. Ich nehme das zurück. Dankeschön. Komm,
zurück. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Alles wird gut, Chill, chill, so. Zack und zack. Sieht das cool aus. Läuft bei mir. Okay, dann können wir die glatt mal anzapfen. Und zwar mit starken Kabeln. Direkt verbinden. Ja, können wir machen. Und vielleicht einfach den Tesseract in die Mitte. Einen weiteren Tesseract. Und ich brauche Licht. Wo ist mein Licht? Da ist mein Licht. Okay. Einen weiteren Tesseract. Ich brauche Fused Quartz. 4 Stück. Zack, boom. Go. Und dann schon mal Enderperlen. 1, 2, 3, 4 Stück. Zack, die schwuppdiwuppdi. So. Händchen juckt. Au. Ha, wunderbar. Okay. Fused Quartz. Star, dann Tetraktos, Fremos. Ala Energietransportieros. Falsches Teil. Nehmen wir das. Ja, ich freue mich. Das Ding sieht super aus. So, yeah. Jetzt können wir sagen, wir haben was richtig Cooles gebaut. Booyaka. Das ist mega cool. So. Das. Und es ist, glaube ich, auch absolut ungefährlich, wie es aussieht. Scheiß Vieh. Ja. Können drauf rumlaufen. Halt mal auf! Kackviecher. Schüssel und Glas habe ich weggepackt. Ja, klar. Glas. Oh, da haben wir auch Glas. Gut, aber später. Erstmal den Tesseract fertig machen. Nein. Tesseractos da. Schwupp. Und schwupp. Und Quarry. Zack. Geht das jetzt? Das sind... Moment, aber kurz. 2,1 Billionen. Nee, Trillion. Trillion. RF. Okay, das Ding aber kann anscheinend... Warte mal. Hier. Extract. Nee, in und out. Dann muss es vielleicht doch direkt einen Blickkontakt mit dem Ding haben. Oder dazwischen stehen. Das kann auch sein. Momentos. Ach ja. So, du kommst dann bitte mit. Dann stellen wir dich mal kurz hier reinlassen. Mal hier hin. Und aha. Okay. So funktioniert das. Sehr gut, sehr gut. Dann das Ding noch hier hin und Glas. Es hat gerade Partikel ausgesondert, oder? Ne, es kam mir nur so vor. Egal, wir gucken trotzdem, dass wir das jetzt mal hier angezapft kriegen. Nein. Daneben. So und so. Okidoki. Muss ich das von irgendeiner speziellen Richtung anzapfen? Was sagt denn das Buch dazu? Meine drakonische Tafel der Information. So, surrounded by bla bla bla. Scroll, 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 scroll. To add in and remove energy from the core, you need to place energy pylons 15 block of the core. Glass on top. Okay. If you place it on the roof, you would put glass. Okay. So, okay. Also, und dann einfach dran stellen, wa? Blah, wir sind hier bei Energy Core Link. Okay. Change render schon. Energy is added and removed from the core using the energy mass. Target planet.
Right-Click 4. Ach so, okay. Also wir haben einen Input- und einen Output-Pylon. Deswegen 2. Okay, I see. Shift-Rechtsklick. Ah, nach außen, nach innen. I see. Ja. Okay, also. Tesseract stellen wir hier hin. Dann kommt die Energie. Ups, nein, komm zurück. Scheiße. Die sind weg. Okay, das ist irgendwie peinlich. So. So, okay, dann machen wir hier. Extract. Insert. Extract. Insert. So, Quarry war Receiving in and out. Ne, Sending, Receiving. Ja, Receiving. Sending Energy, Receiving Energy. Und go. Es pinöpelt! Oh mein Gott! Guckt, es passiert was, es passiert was. Ist es andersrum? Ich bin verwirrt. Ich glaube, es ist andersrum, wa? Extract. Extract. Nein. In and out. Ist aber scheiß drauf hier, in and out. Der wird schon wissen, in welche Richtung er seine Energie holt, schiebt. So, bitteschön. Jetzt läuft's! Es läuft! Oh yeah, baby! Oh, guckt euch das an, wie schön das ist! Ich bin sehr stolz auf meine Kugel. Ja, das bin ich. Feines Kügelchen. Fein. Man kann sogar direkt reingucken. Wow! Geil! Boah, 10 Millionen! Da kommt echt eine scheiß Menge raus. Ich würde sagen, ja, ich glaube, jetzt läuft der Reaktor auf volle Pulle, oder? Ich glaube schon. Was sagst du dazu? Jo, er läuft auf volle Pulle. Mit 23.000 Erf pro Tick läuft bei ihm. Sehr, sehr geil. Ja. Definitiv. Ich bin sehr glücklich mit dem Ding. Ich bin wirklich extrem glücklich. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das lustige Glas noch ordentlich verteilt kriegen. Das. Schiesel. Schimpf. Und dann bauen wir noch ein bisschen hier zu. Yay. Glücklich ist über Ball. Über Energieball. Ja. Ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal wieder. Ich baue das hier offscreen noch weiter und dann gucken wir uns, dass wir beim nächsten Mal uns die Singularität irgendwie aneignen. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.